Tierra, aquí nació mi canto, mi bandera, sonrisas que... Wie lange geht so ein Vorgang? Was, da? Ja, etwa. Von ein paar Sekunden bis vielleicht eine Minute, zwei. Ne? Ein ganzes Zahnrad? Ja. So als? Wie der ja, das ist relativ großes. Der fräst auf die Mutter etwa zwei, drei Minuten dran. Ah, krass. Beim kontinuierlichen Wellschleifen wandert die Kontaktfläche der Wellschnecke wie eine Ellipse vom Zahnkopf zum Zahnfuß oder umgekehrt. Beim Eingriff hat die Wellschnecke meistens Kontakt zu zwei bis drei Zahnlücken. In diesem Schaubild wird die auf der Kontaktbahn laufende Eingriffsfläche der Wellschnecke auf der Zahnoberfläche ersichtlich. Beim Vorschub wandert die Eingriffsfläche von Umdrehung zu Umdrehung um einen festgelegten Wert. Je nach Laufrichtung nach oben oder nach unten. Der Vorschubwert entspricht dabei der Bewegung der Eingriffsfläche. Im Schaubild der Abstand von einer roten Linie zur nächsten. Ende. Ende. Finish. Finish. Ich finde das relativ interessant, oder? Nö. Ich wollte Ihnen das einfach noch zeigen. Das heißt, ich muss Bologna gleich bei mir. Okay, also, wo waren wir denn noch stehen?